Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich befinde mich hier im Sindelfinger Glaspalast zum Auftakt des Sindelfinger Impfmarathons. Die Tore sind gerade aufgegangen. Impfen, 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 meine Damen und Herren, das ist die einzige Möglichkeit, diese Pandemie zu bewältigen. Die vierte Welle hat uns ja voll erfasst und wir müssen mit einem Kraftakt gemeinsam sicherstellen, dass so viele Menschen wie möglich geimpft werden können. Wir machen das täglich im Rathaus, jetzt aber auch in drei Wochenenden im Glaspalast mit einem großartigen Engagement ganz, ganz vieler Aktiver. Allein für dieses Wochenende waren nach kürzester Zeit über 5000 Termine vergeben. Das bringt uns einen großen Schritt weiter. Und übrigens, wenn wir feststellen sollten, dass der Tag gut läuft, geben wir möglicherweise auch noch kurzfristig weitere Termine frei. Also schauen Sie gerne mal im Laufe des Tages und auch morgen in die sozialen Medien, generell in die Medien, um zu schauen, ob es vielleicht noch kurzfristig freie Termine gibt. Stichwort auch freie Termine. Wir werden nächste Woche am 1. Dezember weitere Termine fürs nächste Wochenende hier auch freischalten. Mein Dank gilt hier allen Mitwirkenden, die diesen Kraftakt gemeinsam stemmen, sei es die Ärzteschaft, die Apotheker unter Federführung von Herrn Dr. Schittenhelm, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, viele, viele andere, die hier mitwirken. Ihnen allen sage ich herzlichen Dank für diese große Leistung, damit wir so viele Menschen wie möglich impfen können. Herzlichen Dank, alles Gute und ich darf Sie jetzt auf einen kleinen Rundgang einladen hier durch den Sindelfinger Glaspalast. Ihr Bernd Föhringer. Hallo, mein Name ist Chris Steibli vom Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz der Stadt Sindelfingen. Ich nehme Sie jetzt mit zum Impfmarathon, dann sehen Sie, wie Sie hier durchkommen. Kommen Sie mit. Wenn Sie in die Halle reinkommen, sind Sie gleich an der Anmeldung. Hier werden Ihre Daten nochmal abgeglichen, dass Sie das Impfzertifikat per E-Mail später erhalten. Im Anschluss werden Sie zu den Arztgesprächen geleitet. Wenn Sie nicht so gut zu Fuß sind, können Sie ebenerdig in diese Richtung gehen. Wenn Sie zu Fuß gut sind, gehen Sie hier die Treppen mit runter. An dem Stehtisch können Sie mit dem Arzt über Ihre Impfung sprechen. Im Anschluss gehen Sie dann in die Impfkabine, wo Sie Ihre Impfung erhalten. Nach der Impfung kommen Sie hier in den Wartebereich, wo Sie von den freundlichen Helfern des DRK-Ortsvereins Sindelfingen betreut werden. Und nach Ablauf der Viertelstunde können Sie dann hier direkt die Halle verlassen. Ja, vielen Dank, liebe Stadt Sindelfingen, für die Aufnahme und die Möglichkeit, uns zu geben, den Glaspalast zur Verfügung zu stellen, hier den nächsten Impfmarathon im Landkreis Böblingen zu machen. Wie wir sehen, erste Stunde ist rum und wir sind vor der Zeit. Wir haben keine Schlangen vor der Halle. Wir sind praktisch vor der Zeit und könnten noch mehr Leute aufnehmen. Tun wir vielleicht nachher auch noch, dass wir Termine freischalten. Es läuft fantastisch. Die Mitarbeiter und alle der Stadt Sindelfingen, Feuerwehr, DRK, alle Kräfte der Apotheken sind fleißig hier hinter mir am Spritzen aufziehen. 300 Impfungen die Stunde sind geplant. Ich glaube, wir werden mehr schaffen heute. Ist eine tolle Sache. Also meldet euch für die nächsten Wochen an. Lasst euch impfen. Das ist die wichtigste Bürgerpflicht, die man jetzt in der Pandemie machen kann.